Leute, was geht? Die letzten Tage habt ihr ja sehr viele Pack-Openings gesehen und wir haben in eine 100.000 Coins-Karte investiert, ohne einen Cent auszugeben. Und wir haben so viele Walkouts schon gezogen und es ist erstmal gerade der zweite Tag von der RTG. Also wir haben die Free Packs durchgegrindet, wir haben Squad Builder Battles bis Gold 2 auf ganz entspannt durchgegrindet. Deswegen haben wir jetzt auch hier drei Tradable Packs, die richtig krass sind. Und wir haben ein 83 Plus Pack, da gehen wir direkt rein. Vergisst nicht ein Abo und ein Like da zu lassen. Erster Link in der Beschreibung, kommt ihr zu Twitch, da sind wir jeden Tag live. Deutschland, ZOM, das ist, wer ist das, Götze? Hat der eine 83? Nee, Freigang. Ich glaube, die habe ich schon. Die muss ich abstoßen. Leider muss ich die abstoßen. Schade. Einfach Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Aber ja, wir sind gerade live auf Twitch. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Leute schreiben Hi in den Chat. Und jetzt kommen wir zum ersten Tradable Pack. ZTV, Frankreich. Oh, ich dachte, warte, ist das Tomori? Oh mein... Nee, Kalu, oh. Das, nein, Tomori... Nein, Tomori ist ja Engländer. Ah, wie blöd bin ich. Wie blöd bin ich. Ich dachte kurz, der ist richtig viel wert. Lost. Egal, nehmen wir alles mit auf die Transferliste. Schade, ich hatte gerade so Hoffnung, ne? Das wär's gewesen. Und wie gesagt, hier kommen jeden Tag zwei EAFC-Videos. Boah, okay. Ich glaube, wir ziehen zuerst das Jumbo Premium Goldset und dann das seltene Gold-Profis-Pack. Ich will... eine krasse Karte haben. Italien ZTV ist meistens nicht so ein gutes Zeichen. Ja, 83er Serbi, leider auch nichts wert. Aber nimmt man halt alles mit. So, das sind halt alles Coins, die du einfach mitnimmst. Boah, Hunter auch stark. Hunter behalten wir sogar für unser Team. Ja, aber so ein Draft-Token würde halt extrem, extrem schmecken. Ja, ist schade. Ist schade, Chat. Egal, nicht schlimm. Komm, letztes Pack jetzt, bevor ich euch unsere 100.000er Investition zeige. Spanien, ZOM, RB Leipzig, hier, Danny Olmo. Ja, auch nicht sonderlich viel wert, aber vielleicht verbirgt sich dahinter irgendwas. Jorginho glaube ich jetzt auch nicht viel wert. Ja, schade. Hätte ich mir auf jeden Fall mehr erhofft, aber man kann nicht immer Packluck haben. Wir hatten schon, also ich glaube, wir hatten schon ein bisschen Packluck. Viele sagen so, ist für die nicht so viel Packluck, aber für mich persönlich ist es tatsächlich Packluck, weil wir haben Ruben Dias gezogen, wir haben Casemiro gezogen, wir haben Bruno Fernandes gezogen, wir haben so viele Walkouts gezogen, also das ist schon stark. Dann Kolumuani auch gezogen und jetzt... kommt das Allerheftigste, Leute. Hier, Tonali passt Hullet Gang. Der hat eine richtig krasse Karte. Also wirklich richtig stark. Ich habe ihn für 95k gesniped. Er ist mittlerweile auf 120.000 gestiegen innerhalb von einem Tag. Und ich hoffe, dass der bis zur ersten WL schätzungsweise auf 150.000 steigt. Und dann verkaufe ich den da mit einem reinen Gewinn von ungefähr 50.000 Coins. Also das ist, glaube ich, die beste Investition, die ich mit 100.000 hätte machen können. Falls ihr da eine bessere kennt, schreibt es in den Chat bzw. in die Kommentare. Das ist so mein Starter-Team. Eigentlich alle sind First Owner, bis auf Gakpo, den habe ich hier für 14.750 gekauft. Und ich mache mit Reiten, also... ich werde jetzt nicht selber reiten. Ah ja, und ich habe Kroos gezogen, Kanté, Kobel, Pop. Aber ich glaube, Pop ist nicht so viel wert. By the way, Kanté, Digga, der hatte voll den Glow dann. Der hat, glaube ich, zu bisschen zu viel Baklava in der Saudi League gegessen. Der wäre ein bisschen zugenommen. Nee, aber auf jeden Fall habe ich hier James gekauft. Denn sie kann ZOM spielen und sie hat einen Perk bzw. einen Spielstil, der extrem overpowered ist, und zwar Raserei. Und die werde ich auf ZOM mit Freigang spielen. Also auf Freigang muss ich noch sparen. Wir haben gerade 16.000 Coins und wir können noch extrem viel verkaufen. Und das einfach alles ohne einen einzigen Cent auszugeben. Und wir gehen auch direkt in die Rivals Games rein. Ich glaube, uns fehlen noch zwei Games,
bis Liga 8. Mein Ziel ist es, in diesem Video mindestens bis Liga 7 aufzusteigen. Deswegen sehen wir uns direkt im ersten Game. Schön. Ah, schade. Schade, Schokolade. Ah, das war schlecht verteidigt. Es ist immer so. Ich bekomme nie den zweiten Ball. Diese Bälle, die fast verhungern beim Schießen, die der Torwart so richtig leicht abwehren kann. Aber Casemiro, der Junge aus dem Casino, macht den Ausgleich hier. Nein, Mann. Hätte nicht 1-1 ausgehen müssen. Sage ich euch ehrlich, hätte man auch gewinnen können. Jo. Kann man nichts machen. Hat er gut an den zweiten Pfosten geflankt. Ey, Gakpo gefällt mir gar nicht gut. Schlechter Call von Niklas. Aber es ist auch so schwer, gute Stürmer zu finden. Außer jetzt so ein Rashford oder so. Ich hätte so gerne Rashford gezogen. Ihr wisst gar nicht, Leute. Ja, oder... Ich gebe ihm halt auch immer den Ball, Mann. Jedes verdammte Mal gebe ich ihm den Ball. Muss mir merken, wenn du den Ball eroberst, nach außen spielen, nicht durch die Mitte. Ja, quitt mal. Quitt mal. Scheiß drauf. Zeitverschwendung. Ziel irgendwie versuchen, irgendwas zu drehen. Ich brauche eigentlich wieder so ein Intro auf OG. Mann, nee, Digga. Torwart! Torwart! Der war doch fast in die Mitte geschossen! Wieso hältst du den nicht? Alle 5 Kinder, so süß. Das hat mich richtig gefreut. Gakpo 1-1. Deutschland, vertrau mir, wenn ich irgendwann mal ein Fußballteam aufmachen sollte, du wirst der Trainer. Boah, das war ein starker Ball. Deutschland, was sagst du, Deutschland? War krass gespielt, ne? War krass gespielt, Mann. Let's go, Digga. Dann auch noch die Schussfinte. Mehr Glück geht, glaube ich, nicht. Ja! Raus mit dir. Komm, nächster Rage Quit. Raus mit dir. Brexy, ich komme langsam an die ran. Ja, das Ding ist, Brexy ist in den letzten Tagen nicht so aktiv. Aber ist auch egal, denn... Nie mehr 9. Liga, nie mehr 9. Liga, schalalalalala, schalalalalala, nie mehr. Let's go, Chat. Jetzt marschieren wir weiter so durch in Liga 7. Scheißball, der verhungert, soll ich da Semmel hinterher werfen? Das hat immer unser Trainer gesagt. Kulumuani. Scheißball. Hab gegen den gespielt, der war schon krass. Okay. Krisch. James, James, James. Geiles Ding. Ich hab's euch gesagt, die geht ab, die Alte. Kulu Muami. Digga, heute geht's echt ab, Chat. Heute geht's echt ab hier. Hier testen wir mal. Kudus, sein Schuss! 3-0! Chat, es läuft! Und da erwarte ich jetzt auch mal den Rage Quit. Raus, du Sau! Raus, du Sau! Raus, du Sau! Raus, du Sau! Alle in den Chat schreiben, raus, du Sau! Nein, jetzt macht er den Anschlusstreffer. Mein Torwart langweilt mich so hart. Der wird sowas von noch verkauft. Boah, was eine Brille alles ausmacht. Nein, 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 das liegt nicht an der Brille. Glaub mir. Das liegt an den falschen Controller-Einstellungen, die ich davor hatte. Ich habe mich selber schon gewundert. Ich dachte mir so, okay, neues FIFA und so. Aber es kann nicht sein, dass ich so ass bin, dachte ich mir. Deswegen, ich habe mir heute Video zu Controller-Einstellungen angeschaut, habe mich da ein bisschen reingefuchst und du siehst, es läuft. Oder dann lauf aus dem Tor raus. Dann lass mich auch gerne ins leere Tor schießen. 4-1, wird jetzt Zeit. Raus mit dir, Junge. Und jetzt geh ab. Und jetzt geh ab.
So, jetzt 5-1, raus hier. Reicht jetzt. Und kein Chakalaka machen kann. Deswegen dachte ich mir, ich jack's mir dann halt auch keinen. Und ich bin, glaube ich, mittlerweile jetzt schon bei Tag 7. Und ich sehe schon irgendwelche Halluzinationen und mich machen random Dinge. Keine Ahnung, es ist so ganz komisch. So, ich halte es bald nicht mehr aus. Das reicht, Chat. Hoppa, vernascht. Oha, Respekt. Ja, ist aber auch echt schwer, Bro, sag ich dir ehrlich. Ist sehr, sehr schwer. Echt sehr, sehr schwer. Und das Ding ist, ich muss ja noch 5 Wochen warten. Das ist ja das. Wird dann November mit noch 2 Wochen extra dazu. Aber wenn ich das schaffe durchzuziehen, dann bin ich echt ein Macher. So hin und wieder, man denkt sich so, Bruder, es geht nicht mehr. Seit 5 Stunden nicht mehr, das ist stark. Da halt allgemein mehr Viewer. Ich denke mir so, naja, was will ich mit AFK-Viewern? Er wird sein Team nicht gesehen. Alter, hat Koulibaly. Jawoll, Digga. Let's go. Hey, jetzt geh doch mal hin. Hey, was ist das denn? Mann. Ja, Digga. Kolumuani, stink nach Salami. Keiner vermisst dich. Also. Nehmen. Jawoll, wichtig. Glaub mir, Katie, wenn du dir mal so ein Tattoo machst. Irgendwo in Nähe von Bauch oder so. Selina hatte als erstes Tattoo auf den Rippen. Sie so, es tut nicht so weh, mach halt da eins. Ich so, ja, wahrscheinlich tut es nicht weh. Es ist eine der schmerzhaftesten Stellen. Selinas Schmerzempfinden ist gleich aber auch null. Let's go, Digga. Schön am Reiten. Sie hat davor den Gegner geritten, ihn ein bisschen verwirrt und deswegen konnte sie das Tor machen. Sollte mit dem sein. Er lebt sein Leben. I guess. Ach Mann, mach ihn doch einfach. Dankeschön. Ja, und jetzt quittest du und dann ist alles gut. Los, raus da jetzt. Das war halt aber auch so ein richtiges FIFA-Tor. Einfach reiten hat gecarried. Das war stark gespielt. Es war wirklich gut gespielt, Chat. Natürlich. Reiten ist aber auch in jeder Hinsicht geil. Wurde aber auch mal Zeit hier fürs 2:0. Schaut. Bam. Bam. Jetzt 3:0, Bruder. Jetzt kannst du raus. Dankeschön. Boah, ich sag verkaufen. Aber musst du selber wissen, Bro. Musst du selber wissen. Ich habe keine jahrelange Erfahrung. Aber wobei jeder wird den Weekend League spielen wollen. Wenn man nicht so viele Coins hat. Maybe, wenn nächste Woche Freitag wirklich Weekend League ist, dann Donnerstag verkaufen. Wir sind auf jeden Fall 4 Siege vor Division 7 entfernt. Und unser Team sieht aktuell so aus. Im Tor fehlt noch Martinez. Und dann bin ich einigermaßen tatsächlich zufrieden. Vor allem reiten. Habt ihr ja im letzten Game gesehen. Die kann auf jeden Fall gut reiten. Nehmt mal im Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos. Vergesst nicht ein Abo und ein Like da zu lassen. Und um 18 Uhr heute kommt wieder ein Video. Also stellt euch einen Wecker und tschüss.